Schon als Kind in seiner Heimat Hanoi war Nguyen Xuan Hui von westeuropäischer Malerei fasziniert. Er kannte sie nur aus Büchern mit mittelprächtigen Abbildungen, versuchte aber trotzdem die Bilder, die er da gesehen hatte, ganz speziell Arbeiten aus der französischen Kunst des 18. und 19. Jahrhunderts nachzumalen, mit abenteuerlichen Materialien, mit Autolacken auf irgendwelchen Blechen und das auch noch im Wettstreit mit seiner Schwester, die gleichermaßen interessiert waren. Als er mit 17 nach Deutschland kam, war klar, er wird Kunst studieren, er holte sein Abi nach und studierte an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle. Das, was wir hier sehen, ist das Ergebnis vieler Jahrzehnte der Auseinandersetzung mit diesem Thema, mit der klassischen europäischen Malerei und einer Frage danach, ob es denn möglich wäre, dass diese Malerei in die Gegenwart transformiert, die Gegenwart spiegeln kann. Und wie wunderbar das funktioniert, das kann ich Ihnen mit Blick auf dieses Gemälde mal demonstrieren. Und zwar handelt es sich hier um eine Arbeit aus dem Jahr 2020 mit dem Titel No Guarantee. Es handelt sich um ein ganz klassisches Sujet. Auf ersten Blick erkennt man ein Paar, das nach der Feldarbeit sich ein bisschen versucht, von den Anstrengungen zu erholen. Sie versucht, sich zu strecken, er beugt sich nach vorn, sie legt sich über ihn, aber wir stellen ganz schnell fest, das hat nichts mit den bäuerlichen Frömmigkeitsdarstellungen des 18. oder 19. Jahrhunderts zu tun. Das ist eine ganz gezielte Instagram-Pose, die hier eingenommen wird. Hier passiert alles andere, nur keine Feldarbeit. Wir schauen uns diese Schubkarren an. Die linke steht da, als hättet ihr da überhaupt nichts zu suchen. Die rechte ist unbrauchbar. Mit diesem Rad kann man nicht über den Acker fahren. Wir schauen uns die Hände und Füße der Beteiligten an. Auch hier keinerlei Spuren von Arbeit. Aber dafür ist dieser Abendhimmel ungeheuer dramatisch. So dramatisch, wie man das in Wirklichkeit eigentlich nie zu sehen bekommt. Das kann man natürlich sehr schön im Photoshop nachbauen und dann kann man das wunderbar bei Instagram posen. Es handelt sich um ein Instagram-Posing und die Enge, das ist auch das tirillierende und flötende und twitternde und postende Publikum, was da im Himmel unterwegs ist. Nur eine Frage, was macht dieser eine kleine Engel mit der Violine? Warum liegt er da auf dem Boden, auf diesem merkwürdigen Acker? Und hier beginnt die nächste Schicht dieses Kunstwerks. Ja? Hier beginnen wir in die Tiefe zu steigen und das ist so wunderbar am Schaffen von Nguyen Xuan Hui. Der bleibt nicht an der Oberfläche hängen. Die nächste Schicht bezieht sich wieder auf dieses Sinnbild der bäuerlichen Frömmigkeit. Und zwar gibt es ein 1857 entstandenes Gemälde von Jean-François Millet, es hängt im Musée d'Orsay in Paris, das Angelusläuten. Auch da sieht man ein Bauernpaar, auch da sieht man im Bild eine Schubkarre. Er hat den Hut abgenommen und blickt nach unten, sie ist zum Gebet stark geneigt. Der Himmel ist ebenso abendlich, in der Ferne ist der Kirchturm eines Dorfes zu sehen. Die beiden stehen auf einem Kartoffelacker und scheinen ganz fromm ins Gebet versunken zu sein. Und dieses Gemälde liegt jenem Gemälde, was wir hier sehen, zweifelsfrei zugrunde. Und dieses Gemälde scheint nun die bäuerliche Frömmigkeit zu illustrieren, hängt auch in Reproduktionen in sehr vielen Stuben, besonders in katholischen Gegenden bis heute. Und jenes scheint die Frivolität und den Hedonismus unserer Zeit zu illustrieren oder vielleicht sogar anzuklagen. Und jetzt kommt die nächste Ebene. Die nächste Ebene bezieht sich auf das Bild von Millet im Musée d'Orsay. Da steht zwischen den beiden betenden Bauern ein Korb mit Kartoffeln. Und diese Szenerie ist ein bisschen unglaubwürdig und hat seinerzeit Salvador Dalí
schon zu einer Intervention veranlasst. Er hat nämlich so lange nicht Ruhe gegeben, bis das Bild untersucht wurde. Und bei der konservatorischen Untersuchung stellte sich heraus, das ist eine Übermalung. Dieser Korb mit den Kartoffeln zwischen diesem betenden, gebeugten Paar ist nicht original. Ursprünglich befand sich an dieser Stelle, hatte Millet an dieser Stelle eine schwarze Kiste gemalt, einen Kindersarg. Und da sind wir wieder beim Aspekt der Deutung, also hier der hedonistische Leichtsinn, dann die bäuerliche Frömmigkeit und ganz unten in der tiefsten Schicht, wenn es denn die tiefste Schicht ist, wer weiß, vielleicht hat der Künstler noch weitere Schichten angelegt, die wir bis heute nicht kennen. In dieser tiefsten Schicht spielt sich ein Drama ab. Da sind diese beiden Bauern, die aus irgendeinem Grunde diesen Sarg bestatten an dieser Stelle. Und das ist so ungeheuer reizvoll am Schaffen von Nguyen Xuan Hui. Und das betrifft nicht nur dieses Gemälde, das betrifft die allermeisten seiner Bilder, dass sie einen doppelten, einen dreifachen, dass sie ganz viele Böden haben, ganz viele Aspekte berühren, sowohl der Vergangenheit als auch der Aktualität.